Christoph Zender, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Wir sind hier in der Ortslage Kautenbach Richtung Longkamp. Wir wurden gegen 12:15 heute Nacht zu einem Waldbrand alarmiert. Die ersten eintreffenden Kräfte haben dies schon bestätigt und haben eine riesen Rauchwolke und auch einen großen Feuerschein wahrgenommen. Und hier hat auf einer Fläche von ca. 1 Hektar der Wald in einem ziemlich steilen Böschungsgelände gebrannt. Ja, die erste Aufgabe galt erstmal zu erkunden, wie man von oben an das Feuer dran kam. Das Gelände ist ziemlich steil und die Zuwegung ist auch nicht so ganz einfach gewesen. Und parallel musste natürlich geschaut werden, wie wir Wasser hier an die Einsatzstelle bekamen. Wir haben direkt großzügig weitere Feuerwehreinheiten nachalarmiert mit Tanklöschfahrzeugen, sodass wir einen Pendelverkehr erstmal aufbauen konnten und haben letztendlich aus der Ortslage Kautenbach bis oben hin an die Einsatzstelle über einen Kilometer Schlauchleitung gelegt, sodass wir jetzt das Feuer einkreisen konnten und auch dann rechts und links das Feuer einkreisen konnten. Und aktuell sind wir mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, die sich natürlich ziemlich schwierig gestalten, weil immer wieder Glutnester aufflammen und dementsprechend auch rundherum das Gehölz wieder in Brand setzen. Ja, das Gelände ist ca. 45 bis 45 Grad Steigung hier hoch. Dementsprechend ist erstmal schwierig für die Einsatzkräfte, sich überhaupt in dem Gelände vorzubewegen. Zeitgleich müssen die Schläuche noch hinterhergezogen werden. Also bei der Dunkelheit hier alles nicht ganz so einfach. Wir haben parallel noch eine Drohne mit im Einsatz, die uns so ein bisschen die Lagererkundung erleichtert hat, sodass wir ungefähr davon ausgehen, dass hier 1 Hektar Waldfläche jetzt gebrannt hat und immer noch am kokeln ist. Ja. Ja, aktuell sind wir mit Werkzeugen da oben, mit Haken unterwegs und wir graben den Boden um, wir lockern ihn auf, sodass das Wasser auch in den Boden eindringen kann. Und parallel wird das Feuer, also quasi von der Einsatztaktik her so fächerförmig, wird in dem Hang vorgegangen, damit wir alle Glutnester erreichen können. Wir sind ja aktuell jetzt schon ein paar Stunden im Einsatz mit ca. 100 Einsatzkräften und wir müssen das Personal im Gelände selbst immer wieder austauschen, weil die Arbeit doch sehr erschöpfend ist. Ich denke schon, also die Nachlöscharbeiten werden sich noch über ein paar Stunden hinziehen. Ja. Aktuell ist die Straße zwischen Longkamp und Kautenbach voll gesperrt. Ja. Die Straße wird genutzt, um die Einsatzfahrzeuge aufzustellen und den Pendelverkehr mit Löschwasser aufrechtzuerhalten.